Guten Morgen, meine Lieben, und willkommen zu Tag. Wo sind wir denn schon? Tag 5, glaube ich. Unserer Urlaubsreihe. Und ja, gestern haben wir alle schönen Sonnenbrand davon getragen, wie ihr sehen könnt. Ja, auch ein bisschen auf der Schulter und so. Ja, aber ist denn so? Es sehen wir ein bisschen aus wie so Sonnenkinder. Und heute geht's in die Wimbach-Klamm. Heißt das so? Ja. Das ist so, wie nennt man das? Was ist eine Eine Schlucht in der Wasser, ein Fluss, die ist weiter. Also eine Schlucht durch Wasser gebildet sozusagen. Ja, also ist halt eine Schlucht, da ist eine Brücke und an der Seite läuft halt überall so Wasser runter, wie so ein riesen Nein. Wasserfall. Nee? Nein, die Brücke ist an der Seite und der Wasserfall Ach läuft so. in der Mitte durch. Ach so, okay, gut. Da gehen wir auf jeden Fall hin. Das werden wir euch auch zeigen, wie das da aussieht. Wir haben schon mal ein YouTube-Video dazu geguckt. Die spielen übrigens gerade da. Und das sieht sehr, sehr spektakulär aus. Und wir wollten das extra machen für Lia, weil sie ja so wasserbegeistert ist und alles, was Wasserfälle und so angeht, ist genau ihr Ding. Und deswegen wollten wir das unbedingt für die Kleine machen. Wir haben jetzt auch schon Regensachen eingepackt, weil man da wohl doch ein bisschen nass wird. Deswegen habe ich hier Lias Regenjacke. Und wir ziehen auch unsere Jacken an. Sonst sind wir ziemlich sommerlich gekleidet, weil es heute auch wieder sehr, sehr warm werden soll. Aber es ist noch relativ früh. Wir haben jetzt 9. Wir sind auch fertig mit Frühstücken und alles. Und genau, hoffen, dass es gleich nicht allzu warm wird. Wir werden danach noch weitergehen ein Stück. Also es ist auch eine riesengroße Tour, die man machen kann. Die dauert aber, also wenn man die komplette Tour macht, dauert es fast 6 Stunden. Das schaffen wir aber nicht heute. Nee, 5 Stunden. 5 Stunden? Hin. 5,5 hast du doch Nee, gesagt. 5 hin und 5 zurück. Okay, 5 Stunden. Aber wir machen nur die Wimbach-Klamm. Ja, wir machen nur die Wimbachklamm. Und wie heißt das Flussbett? Ach, Wimbachtal ist das letztendlich. Wimbachtal, das ist so ein Flussbett, was im Sommer trocken ist und im Winter. Ja, es wird vielleicht sogar Vielleicht ist es auch nass, wer weiß. Ey, wir werden erfahren. es sehen. Aber überall ist es so ein Flussbett halt. Ja, ich werde euch das alles zeigen. Und da gehen wir dann noch hin und dann drehen wir wieder um. Also es ist nur eine kleine Runde. Ich denke mal so 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück, oder Schatz? Schatz, 2 Stunden waren das, ne? Zum Flussbett. Ja, ich denke mal so in der Gegend. Ja, schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall für heute geplant. Und dann soll es gegen Nachmittag, also dann, wenn wir wieder zurück sind, soll es auch wieder gewittern hier. Und dann wollten wir das Gewitter abwarten. Das soll wohl irgendwie nur 1 Stunde gehen. Und dann um 17 Uhr, 16, 17 Uhr soll es wieder fit werden. Also vom Wetter her. Und dann wollten wir nochmal kurz an den Königssee. Und da noch ein bisschen schauen. Vielleicht nochmal ein Eis essen oder so. Genau. Das Meloneis war hier so gut. Das muss ich nochmal essen. Ja, das ist auf jeden Fall der Plan für heute. Wir sind jetzt fertig. Wir gehen jetzt ins Auto und starten unsere Tour. Und dann. Und genau, viel Spaß bei dem Video. Kann übrigens sein, dass wir in der Wimbachklamm Was wäre? ja und nicht allzu viel reden, weil es da sehr, sehr laut sein soll. Deswegen werdet ihr wahrscheinlich alles mit Musik so ein bisschen sehen, aber das Musik auf dem Topic ist gut. werden wir dann sehen, wie das da läuft. Hallo Schatzi! Wir sind da, wir haben jetzt hier den Eintritt sozusagen bezahlt. Hier kriegt man hier solche Wertmarken. Und da unten ist es auch schon. Gehen wir jetzt hin, das letzte Stück. Hier. Hier ist der Rundweg. Was mein Haus ist. Wimbachklamm 2 Minuten. Ist auch nur rot. Warte ja über Wimbachklamm 4,5 Stunden. Nee, nee, heute gehen wir nur zur Klamm. Gucken wir mal. Da unten hört man sie schon. Sieht man sie auch schon. Bin sehr gespannt, wie Mucki das gleich findet, ne? Muckmaus?
dir mal eben ein kleines Update wieder von uns. Es ist schon ungefähr 13 Uhr und wir sind gerade auf dem Weg zum Königssee. Wohl in der Wimbachklamm, das habe ich euch ja gezeigt. Danach sind wir noch ein Stück weiter gegangen. Felix sagte gerade, er würde da gerne noch mal hingehen, weil es da so schön kühl war durch die Steine und so. Weil wir haben einfach schon wieder so heißes Wetter. Es ist nicht schön. Nicht schön. Genau, jetzt gehen wir gerade hier über die königliche Arche und gehen von unserer Ferienwohnung eben zum Königssee zu Fuß. Sonst fahren wir mal mit dem Auto. Und es dauert jetzt laut Schildern gut eine Stunde. Aber laut Google Maps eine halbe Stunde. Wir sehen, was wir dann nachher wirklich gebraucht haben. Und genau, uns ist einfach... Also wir sind dann von der Wimbachklamm noch ein Stück weiter gegangen. Und dann hat aber Lia die ganze Zeit geweint und die war ganz quakig. Und dann haben wir uns dazu entschieden umzudrehen, weil wir selber auch noch total kaputt sind von gestern. Von der Tour. Und Felix hat ja auch komplett an den Beinen, an den Armen, überall Sonnenbrand. Also er fühlt sich wie so ein riesengroßer Sonnenbrand. Und genau, deswegen haben wir dann gesagt, weil wir auch in der prallen Hitze dann gegangen sind, wir drehen um und wollten dann eigentlich ins Schwimmbad. Ja, das schönste Schwimmbad, was wir eigentlich haben wollten, hatte zu, wegen Corona. Und deswegen, ja, haben wir uns dann jetzt dazu entschieden, hier nochmal zum Königssee zu gelaufen. Wir haben uns jetzt, wie gesagt, dazu entschieden, nochmal Eis essen zu gehen. Und wir wollten auch nochmal zu Fuß laufen. Also Felix wollte gerne hier jetzt den Weg zu Fuß laufen. Wobei er das vielleicht sogar ein bisschen bereut. Ja, je nachdem, wie viel Schatten wir noch haben. Ja, damit wir wirklich nicht so faul waren, sage ich mal heute. Aber ich brauche irgendwie nach jeder großen Bergtour, habe ich jetzt gemerkt, wirklich einen Tag Pause. Das klappt dann super. Also morgen bin ich bestimmt wieder total fit. Aber irgendwie so einen Tag Pause braucht man dann doch irgendwie. Ich bin ja auch wirklich blühender Anfänger. Das waren jetzt meine ersten beiden Touren. Und vorher bin ich wirklich nur das Schleswig-Holstein Flachland gewohnt. Ja. Aber genau, ich wollte euch eben kurz so ein kleines Update geben. Und dann zeige ich euch jetzt im Anschluss, was wir gleich so am Königssee machen.